Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arisina, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es weiter zwischen euch beide? Und das schauen wir an bei dieser Legung. Die Hauptthema liegt hier in die Mitte. Die Zahl 6 bedeutet Vergangenheit, Erinnerungen. Dieser Bild zeigt seine Lebenserfahrung. Und welche Erfahrungen hat er gesammelt? Das Bild spricht für sich. Es ist ungerecht, ist auch ungerecht verteilt. Der eine hat alles, die zweite ein wenig, die dritte gar nichts. Und er war immer die Gebende und Gebende und es wurde ausgenützt. Ich denke, es handelt sich nicht nur um Geld, sondern seine Kraft, seine Energie, seinen Gefühlen wurde alles geraubt. Und er hat jetzt seine Träume, ist auch verliebt an dich, aber die Angst ist da, dass es wieder passiert. Er vertraut dich, er ist sicher, du wirst ihn nie ausnützen. Aber dieser Ungleichgewicht, das spielt hier auch eine Rolle. Und das versucht er ausgleichen, ausbalancieren und dieser Ungleichgewicht bedeutet, er hat eine Versprechung, er will aber das nicht einhalten. Sein Charakterzüge spricht aber dafür, du musst es tun. Und dieser muss, was er nicht will, das ist ein innerer Dialog bei ihm. Aber er sollte verstehen, es geht um ihn, es geht um dich und das ist das Wesentliche. Und nicht diese Frau im Hintergrund. Er hat da keinerlei Verpflichtungen. Dieser Bild zeigt auch Ungerechtigkeiten. Der eine hat alles, andere nichts. Und es spielt auch eine Rolle in seinen Gedanken. Und es wirkt auch auf seinen Gefühlen. Er hat Angst, dich zu verlieren. Vielleicht habt ihr eine karmische Verbindung und ihr kennt euch von früheren Leben und diese Ungerechtigkeit hat schon erlebt und das zieht sich wie rote Faden in sein Leben und wieder die Angst, es könnte was passieren. Aber schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt seinen Plan, seinen Gedanken, das, was er vorhat. Die Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang, eine neue Periode beginnt in eurem Leben. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle, deinen Gefühlen, seinen Gefühlen, was euch verbindet und macht euch vertraut. Sehr tiefen Gefühlen. Das Kind kann auch Schwangerschaft bedeuten, aber symbolisiert auch einen Neuanfang. Und das ist sehr familiär, das bleibt auch erhalten. Das ist kein Flirt oder Affäre, überhaupt nicht, sondern er möchte mit dir diese Familie gründen und auch bleiben. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieser Engel symbolisiert die Harmonie. Eure Beziehung wird immer harmonischer und ihr seid auch in die gleichen Wellenlänge, in Einklang. Dieser Engel gießt etwas aus, das Gold und das symbolisiert die Sonne und das ist die männlichen Prinzipien und gießt Silber aus und das ist die Mondenergie und das ist das weibliche Prinzipien. Alles kommt auf einen Schüssel. Das ist Einheit, das Männliche, das Weibliche. Natürlich auch das Denken und Fühlen, das Bewusste und Unbewusste
kommt in Harmonie. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir einen jungen Mann und er hat diesen goldenen Kelch in Hand. Und das symbolisiert seinen Gefühlen. Und das Bild vermittelt dir, dieser Mann liebt dich. Er zeigt das auch, also er öffnet sich schon, aber er macht kleine Schritte. Das scheint so zu sein, er versucht erstmal das Kennenlernen. Das ist für ihn auch alles ganz neu, aber das kommt von seinem Herzen, weil dieses Gefühl, diese Liebe ist schon da. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieser Rat symbolisiert das Schicksal. Das war eine schicksalhafte Begegnung. Und wenn das so ist, dann habt ihr eine seelische Verbindung. Und wie ich schon gesagt habe, das kann sogar sein, ihr kennt euch von früheren Leben und er kehrte wieder zurück zu dir. Das ist dieser Schicksalsrat, was auch bedeuten kann. Dieser Schicksalsrat dreht sich immer in die Richtung, wo man hinschaut. Ihr braucht Orientierung und auch diese Vorstellungskraft, ja, das ist der richtige Weg. Diese Karte zeigt, es wird eine schicksalhafte Veränderung sein, außerdem, dass dieser Mann für dich bestimmt ist. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir eine Königin. Diese Königin beherrscht die Luftelement. Und das heißt von Ängsten befreien, frei fühlen und symbolisiert auch Kommunikation. Du bist diese Königin. Du führst die Gespräche. Dieses Schwert ist dafür da, klare Entscheidungen zu treffen. Und du kannst von ihm das auch verlangen, ohne Druck, sondern hier braucht die Luftelement, die Leichtigkeit und auch dieses Freiraum. Diplomatisch handeln ist immer klug. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Sternenhimmel zeigen eure Zukunft. Ihr werdet glücklich sein. Außerdem zeigt auch der richtige Zeitpunkt. Es ist alles in die Sternen geschrieben. Und wenn das so ist, so wie dieser Schicksalsrat auch sagt, dieser Mann ist für dich bestimmt. Umgekehrt auch, du bist für ihn bestimmt. Hier sehen wir auch Sonne und Mond, Gold und Silber, das Männliche und Weibliche. Und das bildet sich eine Einheit und auch Harmonie. Und das habt ihr auch. Liebe Arisina, so könnt ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.